Herzlich willkommen bei der Digitalisierung der LGB V51 bzw. Baureihe 251 oder V52, 252. Das ist die kleine rote Diesellok. Was heißt klein, die rote Diesellok? Hier zeige ich einmal einen Umbau. Eingebaut wurde das SX6 Soundmodul mit der entsprechenden Soundliste. Wir kommen auch gleich nochmal zu einem kleinen Fahr- und Soundcheck. Hier ist der Drive XL. Ist natürlich schon die neue Version mit der großen Nassregelung. Die zeige ich gleich noch einmal. Und wir haben das SX6 Soundmodul, den DSP für die elektrischen Entkuppler. Und der Lautsprecher war schon drin. Und dann haben wir vorne und hinten die elektrischen Entkuppler. Und jetzt komme ich immer auf so ein paar Sachen zu, wo man darauf achten muss. Elektrischen Entkuppler passen an diese Lok ohne jegliche Fräsarbeiten oder Umbauarbeiten perfekt dran, so wie an sehr viele LGB-Loks. Man muss hier auch nichts wegnehmen, also der Schwenkradius wird hier auch nicht beeinflusst. Bei der 4K zum Beispiel muss man ein wenig von diesem Steg hier abschneiden, damit er ein bisschen mehr Schwenkradius hat, aber das sind in der Regel immer Kleinigkeiten. Die Kupplungen werden einfach unten dran geschraubt, dann habe ich die oben durchgeführt durch die vorhandenen Löcher. Und dann in die DSP eingesteckt. Hier hinten sieht man das. Hier, ganz hier hinten, hier. Und SX6 ist klar an SUSI angeschlossen und an und den Zusatzschnittstelle. Hier kommt dann gleich noch ein Kabel dran für den Lautsprecher, ein CT-Kabel. Und dann die beiden Motoren. Natürlich an den Motor gelegt, das heißt die beiden Kabel von Gleis verbunden an Gleis und die beiden Kabel von Motor miteinander verbunden. Also die immer jeweils die Paare miteinander verbunden und dann hier an Motor angeschlossen. Und die DSP habe ich gemäß der Bedienungsanleitung angeschlossen. Das schwenken wir einmal rüber. So, das heißt, hier ist ja das rote und schwarze Kabel. Das schwarze Kabel habe ich abgelötet, habe es hier an Decoder Minus angelötet und an die beiden Funktionsausgänge 1 und 2 habe ich jeweils ein Kabel angelötet. Und dann kommt das schwarze Kabel hier an Decoder Minus. Das dicke rote Kabel kommt hier hinten an Decoder Plus. Man kann es auch hier an Decoder Plus machen, nur hier sitzt die Beleuchtung drauf. Und K1 und K2 von der DSP sind diese beiden dünneren roten Kabel. Die gehen jetzt hier an A7 und A8. Und dann läuft die DSP nämlich über den Lokdecoder und schaltet die Entkupplung über den Lokdecoder. Zur Beleuchtung. Darum geht es mir eigentlich auch primär, dass man das einmal sieht. Hier kommen die beiden Kabel für die Innenbeleuchtung. Das ist klar, eins ist Plus, eins ist ein Funktionsausgang oder Lichtinnen. Ich habe es jetzt an A1 angeschlossen, man kann es auch an Lichtinnen anschließen. Und dann haben wir hier vorne zwei fertige Platinen drin, die waren so original. Da kommen drei Kabel raus. Das grüne Kabel brauchen wir nicht, das können wir abschneiden. Dann bleibt noch ein braunes und ein weißes hinten und ein braunes und ein weißes vorne. Und hier ist es so, braun ist hinten, hinten bei der Elektronik ist braun plus, weiß Licht hinten. Und hier ist braun Licht vorne und weiß plus. Es wird dann einfach miteinander verbunden, an den Decoder angeschlossen. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das immer so ist. Wie gesagt, die Lok war auch schon ziemlich verbastelt. Es kann sein, dass vielleicht die Elektronik kaputt ist oder so. Die vordere Elektronik, da können wir mit 100% Lichtdimmwert draufgehen, weil die eine Steuerung eingebaut hat, dass das immer konstant 5 Volt sind. Hinten müsste das eigentlich auch so sein. Ich vermute mal, die Platine hat einen Defekt. Die hintere wird dann mit 5 Volt gedimmt laufen. Das müsst ihr einmal ausprobieren, wenn ihr das nachbaut. Nicht, dass euch die Lampen durchbrennen. Beziehungsweise standardmäßig sind bei unseren Decodern die Lichtausgänge ja immer auf 5 Volt, damit genau sowas nicht passiert. Wenn ihr feststellen solltet, dass eine sehr funzelig dunkel ist, dann einfach den Dimmwert auf 100% erhöhen. Dann passt das. Ja, mehr ist das tatsächlich nicht. Wer möchte, kann jetzt zum Beispiel noch unseren gepulsten digitalen Verdampfer einbauen. Der ist hierzu dann hinzubauen. Hier kann man einen kleinen Schlauch reinmachen für den Auslass und dann den gepulsten Verdampfer hier drunter kleben.
Und dann schließt man den ja auch einfach mit den vier Kabeln an den Logdecoder an und programmiert das über zwei Ausgänge. Dazu gibt es ja auch ein Video. Und dann hat man eigentlich eine voll ausgerüstete Log. Mehr kann man bei der Log eigentlich tatsächlich auch nicht machen. Dann komme ich gleich mal zum Fahr- und Funktionscheck-Video. So, jetzt kommen wir nochmal einmal zu dem Funktionsvideo. Wir haben natürlich die Stirnbeleuchtung. Wir können auf F13 das Rangierlicht anschalten. Man sieht, es ist jetzt auf beiden Seiten Licht. Handbremsfunktion, so wie wir das von den Drive-Decodern kennen. Worauf ich noch eingehen möchte, die Kupplung, also der Puffer, der muss weiter rausgeschoben werden, weil sonst sitzt der genau über dem Bügel von der Entkupplung und dann hängt die Entkupplung, geht dann nicht nach ganz oben, sondern die hängt dann so. Das ist nicht optimal. Deswegen diesen Puffer einfach etwas rausziehen oder zur Hälfte abschneiden kann man auch, wenn man ihn ganz drin lassen will. Man hat natürlich den Vorteil, wenn man ihn jetzt hier rausschiebt, ist er bündig mit der Kupplung, also wie in echt, dass die Puffer sich berühren. Hinten natürlich genauso. Dann komme ich einmal zu den Kupplungen. Vorne ist 7. Hinten ist 8. Ein Tipp hierzu noch, wenn man eine Entkupplung hat und die fährt über den Endanschlag raus, das heißt, die macht am Ende so dieses Brrrr-Geräusch, dann empfiehlt es sich in der CV 138 oder 148, je nachdem, ob vorne oder hinten, die um einen Wert zu verringern, damit die wirklich von Anschlag zu Anschlag fährt, ohne über den Anschlag rauszufahren, weil das ist nicht so gut für die Motoren. Also der Sound ist wirklich fantastisch. Ich möchte jetzt noch einmal was zu der Lastregelung zeigen, die ja ab der Version 1.5 stärker ist. Wenn man jetzt das Fahrzeug festhält, dann hört man schon, dann will der Motor Gas geben. Und dann gleicht er das automatisch wieder aus, weil er merkt, dass es langsamer wird. Das gleiche geht auch umgekehrt. Wenn man jetzt die Lok anschiebt, dann bleibt sie stehen, weil der Motor entsprechend zurückregelt. Diese starke Lastregelung ist jetzt ab Version 1.5 in den Decodern enthalten. Man kann die auch updaten, wenn man ältere hat. Und damit hat man auch ein super Fahrverhalten bei bergauf, bergab oder halt mit Schublasten hinter. Wenn man jetzt einen großen Zug hat, der das Fahrzeug drückt, dann bremst das Fahrzeug das langsam aus, dass das sich angleicht.